Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag hier im Recording-Blog. Und manchmal kommt man ja in die Situation, wo man seine Vocals ein bisschen räumlich gestalten möchte, aber ein Hall dann doch ein kleines bisschen zu viel wäre. Sei es bei Rap-Musik zum Beispiel, wo der Hall einfach ein bisschen zu aufdringlich sein kann. Da sind ja normalerweise eher trockene Vocals gefragt. Oder aber du hast schon einen sehr dichten Mix und möchtest den jetzt nicht mit einer weiteren Hallfahne zumüllen. In beiden Fällen muss man ja zunächst mal verstehen, was ein Hall eigentlich ist. Ein Hall ist ja im Prinzip die unendliche Anzahl an vielen Echos, die von vielen Wänden und so weiter in der jeweiligen Räumlichkeit zurückprallen. Also eine unendliche Anzahl von Echos. Willst du also einen räumlichen Charakter für deine Vocals haben, ohne einen Hall zu benutzen, dann reduzier doch einfach diese unendliche Anzahl von Echos auf ein paar wenige und damit kriegst du dann trotzdem einen kleinen Effekt hin, nämlich, dass mehr Räumlichkeit auf deine Vocals draufkommt, ohne dass du mit einer Hallfahne deine Vocals zumüllst. Wir hören mal kurz in diese Vocals hier rein, die ich hier habe. Auf dem Weg durch meine Straßen, das Ziel fest im Blick. Komplett trocken. Ich doch immer wieder Zeit. Mal Solo. Einen kleinen Blick zurück. Es hätte mir besser nicht gehen können. Meine Zeit mit dir. Diese Vocals sind jetzt komplett trocken und ich möchte jetzt einen kleinen räumlichen Effekt drauf haben. Keinen Hall, sondern nur einen räumlichen Effekt. Alles, was ich dafür brauche, ist, wie ich gerade schon gesagt habe, ein Delay-Plugin, ein Echo-Plugin. Und das würde ich mir erstmal auf einen Bus routen. Das heißt, ich kreiere hier erstmal einen Bus in Logic. Das wird sicherlich in deiner DAW nicht anders gehen. Einen Bus, wo ich das Signal erstmal hinschicke. So, da ist der Bus 10. Und wenn ich hier doppelt draufklicke, komme ich direkt hier hinten zu Bus 10. Da, den benennen wir jetzt erstmal um in Vocal Delay. Und auf diesen Kanal packen wir jetzt einfach mal ein Delay drauf. In Logic ist das das Stereo-Delay und das hat den großen Vorteil, dass ich hier linke und rechte Seite einzeln einstellen kann. Falls deine DAW sowas nicht haben solltest, sollte du aber vielleicht weißt, mit welchem Freeware-Plugin man das hinkriegen kann, also welches Delay dafür geeignet ist, die linke und die rechte Seite getrennt voneinander einzuschalten, dann schreib es doch mal unten in die Kommentare rein, weil dann können wir uns das eventuell runterladen. Ich bin nämlich für Studio One immer noch auf der Suche nach einem Plugin, wo man mit ganz einfachen Handgriffen, so wie bei diesem Delay-Plugin, was hier mitgeliefert ist, einfach die linke und die rechte Seite unabhängig voneinander gestalten kann. So, jetzt haben wir also dieses Plugin hier. Weil das auf einem Bus liegt, sind auch hier die Mixverhältnisse für das Delay und das Trockensignal auf 100%. Das heißt, dieses Delay packt nur das nasse Signal raus. Und jetzt müssen wir hier einfach nur auf der linken und der rechten Seite eine relativ kurze Delay-Zeit einstellen. Idealerweise unterschiedlich. Ich mache hier mal einfach eine Achtel auf die linke Seite und eine punktierte 16 auf die andere Seite. Dadurch kriegen wir so einen schönen räumlichen Effekt. Wenn wir auf beiden Seiten das gleiche Delay draufpacken würden, also auf beide Seiten ein Achtel, dann wäre es nur ein Mono-Delay. Dann hätten wir keinen räumlichen Effekt. Doch, wir hätten einen kleinen räumlichen Effekt, aber eben nicht in der Stereobreite. Jetzt haben wir also hier ein Delay, links ein Achtel-Delay, rechts ein 16-Delay. Hören wir doch mal kurz, wie das klingt. Ich muss natürlich noch was draufschicken. So, also 100% jetzt mal draufgeschickt. Und jetzt hören wir mal, wie die Vocals solo klingen. Auf dem Weg durch meine Straßen, das Ziel fest im Blick. Okay, das ist natürlich noch ein bisschen viel. Das, was ich als erstes mache, ist das, was du vom vielleicht vom Abbey Road Trick schon schön Englisch sprechen, ne? Vom Abbey Road Trick schon kennst, dass ich die Höhen und die Bässe ein bisschen beschneide. Auch das geht hier im Plugin ganz einfach. Einfach mal hier auf der rechten Seite die Bässe ein bisschen beschneiden, damit die Bässe im Delay nicht den Mix zumüllen und hier auf der rechten Seite dann auch noch die Höhen ein bisschen beschneiden. Ungefähr so bis 5.000 Hertz, nicht Kilohertz. Und das gleiche auf der linken Seite auch noch. Dadurch wird die Hallfahne dann auch nicht zu aufdringlich im Mix und kann auch in den Höhen nicht zu aufdringlich werden. Ich kriege dafür immer wieder Schelte, warum ich das mache. Da wird dort der schöne Effekt kaputt gemacht. Ja, aber dafür wird der Mix dann auch nicht zugemüllt. Und vor allem die spitzen S-Laute im Delay, die von den Vocals ja immer mal wieder kommen können, werden dann nicht zu aufdringlich. Also ich beschneide das Delay dann quasi. Ich hätte danach auch einen Equalizer nehmen können, wo ich einfach mit einem Hi-Cut obenrum alles abschneide. Hier geht das alles in einem Plugin. So, das haben wir schon mal gemacht. Jetzt müssen wir nur noch das Verhältnis einstellen zwischen Vocal und Delay. Machen wir mal erstmal Solo. Auf dem Weg durch meine Straßen, das Ziel fest im Blick. Ich schicke jetzt hier % weniger Signal von den Vocals zum Bus. Das wirst du sicherlich schon wissen. Falls du keine Ahnung hast, wovon ich rede, dann schreib es mir bitte mal unten in die Kommentare rein, weil dann erkläre ich mal, wie man tatsächlich mit Bussen arbeitet, wie man einen Bus von einem Signal beschickt und wie man den mit einem Effekt belegt und wie man vor allem dann damit dafür sorgt, dass man eben die Effekte nicht einzeln auf die Kanäle drauflegen muss, sondern dass man die gesammelt auf einem Bus drauf haben kann. Also, falls du nicht weißt, wovon ich rede, schreib es mir gerne unten rein, sagen wir mal,
Ja, Bus-Tutorial ist doch ein gutes Wort dafür. Schreib Bus-Tutorial unten in die Kommentare, dann erkläre ich das gerne nochmal separat. Jetzt gehe ich davon aus, dass du das schon weißt und dass du hier weißt, wenn ich hier vom Signal ein bisschen weniger zum Bus 10 schicke, zu meinem Vocal-Delay-Bus, dann wird auch der Delay-Anteil entsprechend geringer. Hören wir mal. Auf dem Weg durch meine Straßen. Okay, wird schon weniger. Fest im Blick, finde ich doch immer wieder Zeit. Das Tolle daran ist, dass dieser Effekt, wenn man ihn wegnimmt, wirklich spürbar ist. Ne? Wenn man ihn so hört, denkt man so, ja, normale Räumlichkeit, ohne dass jetzt eine riesen Hallfahne einem den Mix zumüllt. Aber wenn ich ihn wegnehme, dann fühlt man sofort, dass die Stimme ein bisschen kleiner wird und natürlich auch Mono ist, weil sie ist ja dann auch Mono. Hören wir mal kurz. Auf dem Weg durch meine Straßen, das Ziel fest im Blick, steht sie einzeln in der Mitte. Wieder Zeit für einen kleinen Blick zurück. Es hätte mir besser. Weil man aber Signalanteile eben nicht im Solo-Modus einstellen soll, machen wir das jetzt im Mix und regeln das genau an die Hörgrenze. Das heißt, im Mix soll dieses Delay nur so laut sein, dass man es so gerade erahnen kann. Wenn du es schon wirklich aktiv hören kannst, ist es zu laut, dann musst du es ein bisschen leiser machen. Also, hören wir mal im kompletten Mix. Auf dem Weg durch meine fest im Blick, finde ich doch immer wieder Zeit für einen kleinen Blick zurück. Es hätte mir besser nicht gehen können. Meine Zeit ohne mit dir wie ein wahr gewordener Traum. Mit dir im Jetzt. So fehlt es, ne? Und jetzt will ich's dir sagen, steh vor deiner Tür. Schwupp und schon fertig. Räumlichkeit für die Vocals, ohne einen Hall-Plugin dafür zu nutzen. Das heißt, mit den einfachen Delays, die wir jetzt hier haben, mit dem Plugin, wo man linke und rechte Seite ein bisschen getrennt aufstellen kann, kann man ein bisschen Stereo-Räumlichkeit für die Vocals gestalten, ohne einen Hall-Plugin dafür zu benutzen. Wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbauen und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassou!